Ich habe vor kurzem die 1000 Abonnenten geknackt. Ich bin unfassbar dankbar dafür und möchte euch natürlich gern was zurückgeben. Ja, wir sind tatsächlich 1000 Abonnenten jetzt auf meinem Kanal. Für mich ist das wirklich eine große Zahl dafür, dass es eigentlich nur mein Hobby ist, dass ich gerne hier stehe, mit euch über Bücher quatsche und einfach ja im Endeffekt euch das erzähle, was ich sonst so mache, also lesen. Und deswegen ist für mich ja 1000 schon eine große Zahl und irgendwo auch so ein kleiner Meilenstein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ein riesiges Danke wirklich, dass ihr alle hier seid, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr kommentiert und ja, einfach, dass ihr da seid, dass wir hier wirklich jetzt so eine große Gemeinschaft im Endeffekt geworden sind. Und ja, ich habe das natürlich durch euch als meine Zuschauer geschafft, aber auch einfach durch meine BookTube-Kolleginnen und Kollegen, die teilweise ja natürlich auch meine Zuschauer sind, aber die trotzdem nochmal in gewisser Weise ja einen speziellen Beitrag dazu geleistet haben. Einfach weil es eine unglaublich schöne Community ist mit Zuschauern und unter uns als Booktuber und Booktuberinnen. Und ja, es ist einfach so schön, auch von anderen dann in Videos erwähnt zu werden oder gemeinsame Projekte zu machen. Und ich liebe das total. Und auch dadurch, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich diese 1000 Abonnenten überhaupt erst erreicht. Und deswegen stehe ich jetzt in diesem Video hier nicht ganz alleine da, sondern ich habe mir ein bisschen Unterstützung geholt und habe mir sozusagen ein paar Gäste eingeladen, die ja, euch auch ein paar Bücher vorstellen wollen heute. Und zwar ist es so, dass wir ja eigentlich alle am liebsten über Bücher sprechen, die uns am gut gefallen haben, die uns am besten gefallen haben, die wirkliche Highlights für uns sind. Und ich glaube, am liebsten schauen wir solche Formate auch. Ich persönlich spreche aber auch gerne über Bücher, die schlecht waren, weil man muss einfach ganz ehrlich sagen, es sind auch mal schlechte Bücher dabei. Wir können nicht nur gute Bücher lesen. Und ich reg mich dann auch tatsächlich ganz gern mal drüber auf. Und ich schaue solche Videos tatsächlich auch sehr gerne, wenn jemand sich einfach aufregt über Bücher oder diese, ja, typischen Flop-Videos am Ende des Jahres liebe ich total, sowohl zum Drehen als auch zum Schauen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte euch heute in diesem Video von mir und auch von meinen BookTube-Kolleginnen Bücher vorstellen lassen, die sowohl Highlights sind, also die gelesen werden sollten, und Bücher, die man vielleicht nicht lesen sollte, die also Flops sind. Und ja, weil ihr jetzt alle hier seid und ich euch gerne was zurückgeben möchte, ist es so, dass ihr eins von diesen Büchern, beziehungsweise zwei Leute können jeweils eins dieser Bücher, die in diesem Video vorgestellt werden, gewinnen. Ganz egal, ob das jetzt ein Highlight-Buch von einem Booktuber oder Booktuberin ist oder ob es ein Flop ist, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, auch wenn es für den einen oder anderen ein Flop ist, kann es für den anderen natürlich dann ein Highlight werden. Deswegen könnt ihr eins dieser Bücher, egal welches, was jetzt im kommenden Video genannt wird, gewinnen. Und ja, wie gesagt, ich habe mir Unterstützung geholt, damit das Ganze auch ein bisschen breiter ist, weil ich ja doch fast nur Thriller lese und ich mir dachte, es gibt sicher auch ein paar Zuschauer, die vielleicht nicht unbedingt ein Thriller lesen möchten oder gewinnen möchten, aber es sind auch Thriller dabei. Also es ist wirklich eine breite Palette und ich freue mich extrem, dass ich da so Unterstützung bekommen habe. Bezüglich des Gewinnspiels findet ihr alle Teilnahmebedingungen auf jeden Fall unten in der Infobox. Ich würde euch da sehr bitten, einfach mal vorbeizuschauen und zu gucken, ja, was da sozusagen die Regelungen sind. Wichtig ist mir eigentlich nur, dass ihr mir einen Kommentar da lasst, wo ihr mir natürlich sagt, dass ihr gerne teilnehmen möchtet am Gewinnspiel und mir natürlich verratet, welches Buch ihr gewinnen möchtet, weil das weiß ich natürlich nicht. Jetzt dürft ihr euch, wie gesagt, frei aussuchen aus allen Büchern, die jetzt in diesem Video hier vorgestellt werden. Und genau, dann, was ich noch sagen wollte, das Gewinnspiel läuft bis zum 15.12., das heißt ab heute 10 Tage lang. Und ich versuche dann das Ganze noch so sozusagen auszulosen und abzuschließen, dass ihr eventuell, je nachdem, wie die Deutsche Post so drauf ist, das Ganze noch als Weihnachtsgeschenk bekommt oder dann eben kurz danach. Das, ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn das funktioniert. Und jetzt würde ich sagen, wir starten erstmal mit dem Video. Es kommen jetzt ein paar Gäste von mir, die euch Highlights und Flops vorstellen. Hallo liebe Juli, hallo liebe Zuschauer von Juli. Ich bin Carla vom Kanal Buchmomente und ich freue mich riesig mit Juli, dass sie die Tausender-Marke geknackt hat. Und natürlich mache ich hier auch gern mit und stelle euch ein Top- und ein Flop-Buch vor. Für mein Top-Buch habe ich mir ausgesucht Der Knochenjäger von Jeffrey Deaver. Das ist ein Lincoln-Reim-Thriller. Das ist der erste der Reihe.
Und ja, ich muss sagen, dass ich dieses Buch einfach ganz besonders fand. Ich habe mir damals den Film mit Denzel Washington und Angelina Jolie angesehen. Das ist schon Jahre her. Und da muss ich sagen, ja, den fand ich ganz gut. Aber ich konnte mich jetzt auch nicht mehr so ganz genau daran erinnern. Und irgendwie bin ich dann durch Zufall wieder auf dieses Buch gestoßen und habe gedacht, ich werde das nochmal lesen. Und ja, ich war vollkommen geflasht. Ich finde im Nachhinein, dass der Film richtig schlecht ist im Vergleich zum Buch. Und deswegen kann ich wirklich jedem nur dieses Buch ans Herz legen. Es geht um den Forensiker Lincoln Rhyme, der nach einem Arbeitsunfall querschnittsgelähmt ist. Der liegt jetzt in seinem Bett, hasst die ganze Welt und möchte am liebsten nur noch sterben. Leider lässt man ihn das nicht, denn er ist ein ziemlich guter Forensiker damals gewesen und als ein Serienkiller New York unsicher macht, erinnert sich das FBI wieder an ihn, vor allen Dingen, weil es da anscheinend auch irgendwie eine Verbindung zu geben gibt und ja, setzt ihn sozusagen wieder in den Fall ein. Er bekommt eine nette, sympathische Ermittlerin an die Seite gestellt, die ihn nicht leiden kann, weil er einfach ein sehr griesgrämiger Typ ist. Und er findet sie eigentlich auch eher anstrengend. Also schon ein perfektes Team, was dort ermittelt. Und ich muss sagen, ich persönlich, ich fand den Fall richtig spannend, weil man auch wirklich immer in die Tatorte eingetaucht ist. Man musste ja immer mit an den Tatort kommen, denn Lincoln Rhyme selber kann ja die Tatorte eigentlich nicht besuchen. Und deswegen muss seine Partnerin Emilia Sachs ihm immer die Tatorte sehr genau beschreiben. Und das ist für uns als Leser natürlich auch dann sehr interessant, wenn man so detailliert einen Tatort beschrieben bekommt. Vor allen Dingen, weil dieser Killer, der da umgeht, schon wirklich immer sehr speziell an seinen Tatorten ist. Mir hat sehr gut gefallen, dass es einfach so ein psychisch und physisch gebrochener Mensch als Held ist in diesem Buch, weil er nun mal einfach der Ermittler ist, der quasi am Ende zusammen mit Emilia die zündende Idee wahrscheinlich finden wird. Und ich fand es auch einfach so unglaublich gut, dass es sich so echt anfühlte. Also er als Person fühlte sich wahnsinnig echt an und das hat mir damals im Nachhinein bei dem Film einfach gefehlt. Auch die Auflösung dieses Falls ist wirklich richtig, richtig gut und spannend. Also man hat diese Seiten wirklich durchgefiebert. Und ja, das ist ein grandioser Start einer Reihe. Auch die anderen Bücher sind sehr gut. Und deswegen empfehle ich euch als mein Top-Buch Der Knochenjäger von Jeffrey Deaver. Mein Flop-Buch ist ein ganz aktuelles, was ich jetzt gerade erst gelesen habe, und zwar Little Lies von Megan Miranda. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Ja, ich habe mir sehr viel versprochen von dem Buch, denn es geht um Lia und Emmy, die in ein kleines verschlafenes Dörfchen ziehen. Man weiß irgendwie, dass die Lia was zu verbergen hat oder irgendwie gibt es einen Grund, warum sie in dieses Dorf zieht. Das weiß man am Anfang aber nicht, warum das so ist, und man hat auch so das Gefühl, dass sie nicht so die zuverlässigste Erzählerin ist. Aber ja, das Ganze nimmt dann seinen Lauf und irgendwie verschwindet dann ihre Freundin Emmy und sie stellt dann so nach und nach fest, dass sie Emmy vielleicht gar nicht richtig gekannt hat. Ja, so viel zum Inhalt. Ich muss sagen, es klang wirklich vom Klappentext her total spannend und auch wie ich euch das jetzt hier zusammengefasst habe, da könnte man denken, das kann richtig gut werden. Leider war das für mich einfach nicht der Fall. Ich fand es sehr langatmig, es wiederholte sich unglaublich viel, ohne dass viel dabei rauskam. Auch das Ende hat mich absolut nicht überzeugt. Es war dann wirklich auch so, dass man das Gefühl hatte, dass das Buch nur so in den letzten 10 Seiten Fahrt aufgenommen hat und dann war es schon aus. Und es gab auch immer wieder solche Spuren, die dann aufgebauscht wurden und im Sand verliefen. Dann gab es Personen, die mal aufgetreten sind und dann wieder weg waren. Und man hatte immer das Gefühl, warum war das denn jetzt passiert oder was sollte das Ganze denn jetzt hier? Also es hat mich einfach total unbefriedigt zurückgelassen. Ich habe wahnsinnig ungern zu diesem Buch gegriffen. Und ich fand es wirklich im Nachhinein, muss ich sagen, Zeitverschwendung, es gelesen zu haben, weil es hat mich einfach wirklich nicht erfreut. Auch am Ende nicht. Und deswegen ja, würde ich niemals dieses Buch empfehlen, weil ich es einfach sehr langatmig fand und einfach finde, dass es viel, viel bessere Thriller gibt, die auch halten, was sie versprechen.
Hallo, liebe Juli und hallo an alle, die gerne bei Juli zuschauen. Herzlichen Glückwunsch zu den 1000 Abonnenten, das hast du wirklich verdient. Und du hast ja dazu aufgerufen, liebe Juli, dass wir dir Bücher zeigen. Ich fange an mit dem, das wirklich jeder gelesen haben sollte. Und das ist für mich Anthony Doerr, Alles Licht, das wir nicht sehen. Habe ich dieses Buch geliebt, liebe ich es immer noch. Es ist richtig, richtig toll. Also, historischer Roman, es geht hier um den Zweiten Weltkrieg. Das muss man natürlich mögen, wer keine historischen Romane mag, der sei mal ausgeklammert von dieser Empfehlung. Alle sollten dieses Buch gelesen haben. Aber wer auf historische Romane steht, dieses Buch ist super, wirklich richtig toll. Wir begleiten hier zwei junge Menschen, einmal Marie-Laure und Werner. Und Marie-Laure ist eine junge Französin, die in Paris lebt und die im Alter von 6 Jahren erblindet und deren Vater ja sich ganz aufopfernd und toll um seine Tochter kümmert und ihr hilft, mit der Blindheit im Leben gut klarzukommen. Und 1940 müssen die beiden Paris zu Fuß verlassen und laufen nach Saint-Malo, was wir hier auch vorne sehen, an der Atlantikküste. Und Werner ist ein deutscher Junge, der in Essen aufwächst. Und da ich aus Oberhausen komme, das direkt neben Essen liegt, habe ich mich sofort mit Werner total verbunden gefühlt. Und Werner und seine Schwester haben keine Eltern mehr und wachsen deswegen in einem Heim auf. Und suchen da immer wieder Müll zusammen und bauen da was und basteln und so weiter. Und Werner hat echt ein Talent, so mit elektrischen Sachen gut umgehen zu können, vor allem mit Radios und alles, was so in diese Richtung geht. Und wird dann auch von NSDAP-Funktionären quasi entdeckt und auf eine Schule geschickt, um ihn auszubilden. Und diese beiden begleiten wir. Wir wissen schon von Anfang an, dass sie beide zu einem bestimmten Zeitpunkt in Saint-Malo sein werden. Wir wissen nicht, wie die beiden da hinkommen, ob sie sich dann noch begegnen und auch was den beiden auf dem Weg dorthin so widerfährt. Es ist super spannend, es ist so erzählt, dass wir immer mal wieder quasi auf die Zeitebene kommen, wo beide in Saint-Malo sind und dann die Vergangenheit immer nach und nach erzählt bekommen. Und das springt so und es macht so einen super spannenden Bogen. Und es ist einfach toll, sprachlich toll, das geht ans Herz, es ist total lebhaft, spürhaft ist das Wort, spürbar beschrieben und ich liebe Alles Licht, das wir nicht sehen und deswegen möchte ich euch dieses Buch wirklich sehr ans Herz legen. Bei dem Buch, was ich euch nicht so ans Herz legen kann, da habe ich ein bisschen gesucht und habe dann eins genommen, von dem ich, also das ich mit Juli gemeinsam gelesen habe und weiß auch, dass sie es nicht so gerne mochte. Es ist nämlich Joël Dicker, die Wahrheit über den Fall Harry Cabot. Ich bin kein Joël Dicker-Fan, das ist, glaube ich, das größte Problem. Und hier in diesem Buch, das ist das zweite, was ich von dem Autoren gelesen habe, ist es richtig auffällig geworden. Ich finde, also einmal, also ich bin Psychologin und das macht psychologisch keinen Sinn, was hier vorkommt. Die Leute sind total überzeichnet, die reden auf eine Art miteinander, wie Menschen nicht miteinander reden. Also ich fand alle unsympathisch, total anstrengend und konnte es auch wirklich nicht ertragen. Ich habe so viel die Augen verdreht. Und was ich richtig verwirrend finde, hier ist unser Protagonist Marcus Goldman. In dem anderen Buch, was ich von Joël Dicker gelesen habe, nämlich die Geschichte der Baltimores, ist Marcus Goldman auch der Protagonist. Und die in den beiden Büchern, die sind total unterschiedlich. Also, und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Das hat mich auch total verwirrt. Und Marcus Goldman hat seinen Mentor, Harry Cabot, schon lange nicht mehr gesehen und kommt mit ihnen in Kontakt, als ja, eine Krise in Harry Cabots Leben einbricht. Nämlich, er wird eines Mordes bezichtigt an einer gewissen Nola. Und was es damit auf sich hat und wie die verstrickt sind. Und Marcus versucht dann, Harry Cabot zu helfen. Und was da alles so drumherum ist. Und also der Fall ist ja gar nicht so unspannend. Ich habe es auch fertig gelesen und es ist ein echter Brecher. Weil ich das dann irgendwie wissen wollte, fand die Auflösung blöd. Und der Weg dahin war einfach anstrengend mit viel Augen verrollen und alle waren unsympathisch und nervig. Und ja, also das war's mit Joël Dicker und mir. Ich werde nichts mehr von diesem Autor lesen. Ich weiß, dass viele das total toll finden.
ich denke mal, ne, da sind Geschmäcker total unterschiedlich, weil ich finde diesen Schreibstil und diese Art und Weise, wie die Leute miteinander reden und wie die beschrieben sind, total anstrengend. Und man kann es ja auch richtig cool finden. Aber meiner Meinung nach oder von mir aus kann ich euch dieses Buch hier nicht so wirklich empfehlen. Und ja, es tut mir auch leid, hier so eine Nicht-Empfehlung auszusprechen, aber das war ja die Aufgabe. Und das war's von mir und ich wünsche euch noch viel Spaß bei den weiteren Empfehlungen und Nicht-Empfehlungen. Tschüss! Hallo liebe Juli und liebe Zuschauer von Juli, ich bin Fabienne vom Kanal Japan Connect und ich gratuliere euch ganz herzlich zum 1000 Abonnenten Jubiläum und ich hoffe, dass bald noch sehr viel mehr dazu kommen werden. Zur Feier des Tages möchte ich euch ein Buch vorstellen, das Buch aber nicht empfehlen, sondern den Film dazu. Es handelt sich um Before the Coffee Gets Cold von Kawaguchi Toshikazu. Das ist die englische Übersetzung. Das japanische Original, das sieht so aus, also sehr ähnlich, nur die Farbe ändert, sehr stimmig. Und soweit ich weiß, wurde das Buch auch auf Deutsch übersetzt unter dem Titel Das magische Café. Die deutsche Übersetzung basiert aber anscheinend auch auf der englischen Übersetzung. Weshalb ich euch das Buch nicht wirklich empfehlen kann, liegt daran, dass bei der Übersetzung geschlankt wurde. Das heißt, es wird alles in einem relativ coolen Stil erzählt. Im japanischen Original ist der Schreibstil sehr ruhig und sanft. Das heißt, es gibt eine ganz andere Atmosphäre. Diese Atmosphäre finden wir aber auch im Film dazu. Ich werde euch hier das Bild einmal einblenden. Worum geht es denn überhaupt? Wir sind in Tokio und da gibt es ein Café und das Café ist sehr speziell, denn es gibt einen Sitzplatz, wenn man sich da hinsetzt, während der Zeit eines Cafés, bevor der Kaffee kalt wird und den dann fertig trinkt, kann man in der Zeit reisen. Man kann aber nur im Café reisen und dort eine Person treffen, mit der man schon einmal zusammen in dem Café war. Das bietet natürlich die Möglichkeit, durch ein erneutes Treffen die ganze Zukunft in ein neues Licht zu stellen. Und ich habe mir gedacht, dass das eine wunderbare Geschichte zur Jubiläumsfeier ist, einmal auf die Vergangenheit zurückzuschauen und dann in eine strahlende Zukunft zu gehen. Also noch einmal alles Gute und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Film. Bis bald, tschüss! Hallo! Ich bin Hanna vom Kanal Hanna Umlauf und auch ich möchte euch heute sowohl ein Lieblingsbuch als auch einen absoluten Flop vorstellen. Denn die Fragen waren ja, was ist eins eurer absoluten Lieblingsbücher und welches Buch könnt ihr absolut gar nicht empfehlen? Und ja, zu Frage Nummer 1 habe ich mir ein Buch ausgesucht, was ich gerade erst entdeckt habe und welches ich an dieser Stelle vorstellen möchte, weil ich einfach finde, dass die Autorin sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit haben sollte und vor allem ihre Bücher sehr, sehr, sehr viel mehr Leser finden sollten, weil sie fantastisch sind. Und stellvertretend habe ich mein absolutes Lieblingsbuch von dieser Autorin dabei, nämlich ist das Some Say We Won't von Nina Kay. In diesem Buch geht es um Mael und Luca. Beide sind in New York, kennen sich nicht. Mael ist ein Junge, er ist Autist. Und läuft eigentlich in der ganzen Stadt routinemäßig immer mit seinen Kopfhörern herum, weil er mit viel Lärm und wenn etwas nicht seiner Ordnung nachgeht, einfach nicht so gut umgehen kann. Dann haben wir Luca. Luca ist aus einer anderen Stadt, hat eine sehr, sehr schwierige Vergangenheit und fängt jetzt in New York quasi ein neues Leben an. Und man merkt schon, er scheint vor irgendetwas davon zu laufen. Ja, und Luca und Mael lernen sich dann in diesem Buch kennen und lieben und sind einfach das Beste, was ihnen gegenseitig hätte passieren können. Ich fand dieses Buch fantastisch, nicht nur weil es eine LGBTQ-Geschichte ist, sondern weil es unfassbar ernste Thematiken in diesem Buch vereint und so emotional und gänsehautmäßig rüberbringt, dass ich mehrmals den Tränen nahe war und bestimmt auch ein, zweimal wirklich ein paar Tränchen verdrückt habe, weil mich dieses Buch innerlich wirklich zutiefst getroffen und innerlich zerrissen hat. Es ist ein Buch, das geht einem so an die Sequenz, es geht einem so an die Seele, dass man schließt es einfach in sein Innerstes ein. Man möchte Luca und auch Mael einfach nur in den Arm nehmen und die beiden so lange festdrücken, bis dieser Schmerz verschwindet. Und ich finde es einfach fantastisch, wie diese Autorin, diese Gefühle dem Leser vermitteln kann, dass man wirklich so authentisch und realistisch die Gefühle von den beiden auf sich einprasseln lässt
im Lesefluss dieser Geschichte. Und es ist einfach so schön, wie das Ganze plastisch an den Leser herantritt und der Leser so mitfühlen muss. Es ist eine Gänsehautgeschichte, es ist eine unfassbar emotionale Geschichte, sie geht einem so nah, man merkt diese Gefühlsgewalt, es ist so bildgewaltig, gefühlsgewaltig, es nimmt einen mit. Und die Reise von Mael und Luca in New York und zueinander ist einfach eine, die mir in den letzten Wochen einfach so ins Herz gewachsen ist, dass ich es unheimlich wichtig finde, dieses Buch einfach umso mehr Leuten zu zeigen, wie es geht, weil ich einfach finde, dass sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen auf diese Autorin und auf ihre Bücher aufmerksam werden sollten und vor allem auf mein absolutes Lieblingsbuch von ihr, Some Say We Won't. Ja, und weil ich wieder recht lange über die erste Frage philosophiert habe, ist das zweite Buch etwas, worüber ich gar nicht lange sprechen möchte, vor allem weil es eben eines ist, was ich gar nicht mag. Aber das war ja die Frage und der möchte ich auch nicht aus dem Weg gehen. Und zwar ist ein Buch, wo ich der absoluten Überzeugung bin, dass es niemand lesen sollte, obwohl es wahrscheinlich schon unheimlich viele Menschen getan haben, After Passion. Und obwohl ich jeden respektiere, der dieses Buch mochte, ist es für mich eines der Flops schlechthin gewesen. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich trotz allem die ganze Reihe gelesen. Ich finde aber, dass es überhaupt nicht lesenswert ist, weil einfach ständig dasselbe passiert. Es ist keine Abwechslung da, es ist vorhersehbar hoch 10. Die Charaktere sind unglaublich platt geblieben. Deswegen bei jedem, der vielleicht noch etwas unsicher dieser Reihe gegenüber ist, lasst es bleiben. Es ist wirklich nicht gut. Es gibt so viel mehr Literatur in gerade diesem Bereich, den man sich eher mal anschauen sollte als After Passion oder diese ganze After-Reihe. Ich finde einfach, dass es wirklich, wirklich sehr, sehr viel besser geht. Ich finde es einfach sehr naiv gemacht, sehr platt gemacht. Ich finde diese Beziehung einfach so toxisch und ich finde einfach nicht, dass das als Vorbildfunktion für Jugendliche gelten sollte, die dieses Buch lesen und das als die größte Beziehung darstellen, die man haben sollte. Vor allem, weil diese Beziehung in diesen Büchern einfach nur das Toxischste ist, was einem passieren kann. Und deswegen war das für mich auch einfach überhaupt nicht gut, nicht befriedigend. Ich fand das Ende dementsprechend auch einfach nicht gut und würde hier an der Stelle einfach davon abraten, diese Bücher zu lesen. Genau, und damit schließe ich meinen kleinen Abschnitt hier. Ich fand super, super spannend, einfach mal zu gucken, welche Bücher mag ich total, welche Bücher mag ich nicht so und wieso, weshalb, warum ist das der Fall. Und ja, ich finde es super, dass wir hier in diesem Video darüber sprechen können und ich wünsche euch noch viel Spaß weiterhin. Hallo zusammen, ich bin Katrin vom Kanal Dragon Stories und ich möchte euch heute zwei Bücher vorstellen, also eine Empfehlung und eine Entfehlung. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Negativen an, also mit dem Buch, das man nicht lesen sollte. Das ist für mich vor allem, ja, so aus dem letzten Jahr, von Matt Haig, die Mitternachtsbibliothek. Da geht es um Nora, eine junge Frau, die einen Selbstmord begeht im Prinzip, aber danach nicht ins Totenreich gerät oder ins Jenseits, wo auch immer man dann theoretisch hinkommt, sondern in einer Zwischenwelt feststeckt und dort entdeckt sie eine Bibliothek mit ganz vielen Büchern. Und in diesen Büchern sind all ihre Parallelleben sozusagen festgehalten. Das heißt, jede Entscheidung, die sie getroffen hat und sich hätte anders eben entscheiden können, oder an jeder Kreuzung, an der sie stand, wo sie den rechten und nicht den linken Weg genommen hat oder wie auch immer, ist natürlich eine Entscheidung und ein mögliches anderes Parallelleben, das sozusagen existieren könnte. Und all diese Dinge kann sie eben ausprobieren. So hätte sie sich eher für die Karriere anstatt für die Familie entscheiden sollen oder hätte sie sich vielleicht für den anderen Typen entscheiden sollen als für den einen, so ungefähr. Und dann geht es darum, wie sozusagen ihre Geschichte weitergeht und für welches Leben sie sich vielleicht auch entscheidet. Ich finde, das Buch hatte eben auch aufgrund der Prämisse total viel Potenzial. Es war super interessant einfach, vor allem, weil man, glaube ich, immer mal im Leben denkt, ach, hätte ich vielleicht nur die ein oder andere Sache anders gemacht in der Vergangenheit. Jetzt nicht tragisch, aber trotzdem, dass man vielleicht mal drüber nachdenkt. Von daher fand ich das auch sehr nahbar. Allerdings war die Umsetzung grauenhaft. Sie war zu 100% vorhersehbar. Dieses Eintauchen in die verschiedenen Ichs oder in die verschiedenen Parallel-Ichs von Nora sind auch super vorhersehbar. Die wiederholen sich einfach ständig. Ich hatte das Gefühl, es ist immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Zudem war die innere Logik nicht ganz stichfest. Also man hatte schon das Gefühl, es hatte sehr viele Logikfehler. Und ich muss halt auch sagen, es war vollgestopft mit Kalenderweisheiten, die mich einfach nur genervt haben. So aller lebe deine Träume. Und man denkt so, ja, das ist jetzt die neueste Erkenntnis, die man in ein Buch verpacken müsste, so ungefähr. Es war also total pathetisch, übermelodramatisch und total
ja, sinnbefreit. Deswegen kann ich es euch überhaupt gar nicht empfehlen. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Und ich muss auch sagen, mit dem Thema Depression wird hier sehr, sehr unverantwortlich umgegangen. Ich finde, dass man jemanden, der dieses Buch liest, also potenziell, muss natürlich nicht sein, aber potenziell, eher noch weiter in seine Depression reintreiben könnte, weil so irgendwie gesagt wird, so ne, ein bisschen runtergebrochen und überspitzt, aber schon in dem Stil, ah ja, wenn du dich nur ein bisschen zusammenreißt und auch das Positive im Leben siehst, dann ist doch alles wieder in Ordnung. Wo ich mir denke, nein, wenn man eine Depression hat, ist es etwas Pathologisches, etwas Krankhaftes, also etwas, das geheilt werden muss und nicht einfach mit einem blöden Spruch abgetan werden sollte. Deswegen gar keine Empfehlung, absolut nicht. So, jetzt möchte ich aber noch über etwas Positives sprechen und das ist von Barb und GC Handy der Auftakt einer 8-teiligen Reihe. Und zwar heißt die Reihe Dampier und der erste Teil Halbblut. Ich habe euch jetzt mal eben nur den ersten Teil mitgebracht. Und ich wollte auch was zeigen, was, glaube ich, nicht so viele kennen, was ich aber schon seit meiner Jugendzeit liebe. Und hier geht es um die junge Halbvampirin, eben Magire. Und die und ihr bester Freund, das ist ein Elf oder Halbelf, ich glaube es ist Halbelf, Lesil, genau, die treiben eigentlich immer ein bisschen Unfug. Also das Ganze ist eine High-Fantasy-Welt, wir haben quasi ein sehr dunkles, mittelalterliches Setting, wo es eben Vampire gibt, Menschen und Elfen. Und Lesil und Magire verdingen sich eigentlich oder verdienen ihr Geld, indem sie Dörfer verarschen. Das heißt, Lesil tut so, als ob er ein Vampir wäre, weil er als Elf eben auch so ein bisschen übernatürliche Aspekte in seiner Physiologie hat und eben so ein bisschen danach aussieht, erschreckt die. Und dann kommt Magire als die richtig coole, krasse, taffe Vampirjägerin und tötet ihn. Ja, und dafür kassieren sie eben Geld, damit sie das Dorf beschützen. Und so verdingen sie sich eigentlich so mehrere Jahre. Und irgendwann wollen sie aber einen letzten Coup starten und sich dann niederlassen. Das machen sie auch. Sie kaufen eine kleine Taverne zusammen, wollen die betreiben und jetzt einfach ein ganz normales Leben leben. Und dann ist es aber so, dass in dem Dorf, in dem sie sich niederlassen, ein richtiger Vampir auftaucht. Und da Magire ja eine bekannt und berüchtigte Vampirjägerin ist, soll sie das Problem jetzt lösen. Das ist natürlich ein Problem an sich, weil sie ja eigentlich keine ist. Und darum geht es dann in dem Buch. Es geht auch ein bisschen um so das große Ganze. Wir haben auch einige Bücher, in denen man zum Beispiel mehr wandert, also irgendwie mehr von Ort zu Ort reist und so. Man entdeckt und man erfährt auch viel mehr über die Hintergründe von Magires Leben und Lesils Leben. Und irgendwann haben sie auch so eine kleine Gruppe, die dann zusammen weitergehen. Also ist sehr, sehr cool gemacht. Hat einen total coolen Handlungsstrang, den man, glaube ich, auch nicht so erwarten würde. Und eine sehr, sehr schöne Welt. Also aber eher dunkle Welt. Nur ich fand sie halt schön, weil ich dunkle Settings sehr mag. Genau, also eine große Leseempfehlung und, glaube ich, auch etwas, was die meisten gar nicht kennen dürften. Hallo liebe Juli, hallo liebe Zuschauer von Juli, mein Name ist Christine vom Kanal Christinchen und erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du die 1000 Abonnenten geknackt hast. Das ist so toll und so verdient und ich hoffe, dass du noch viele, viele Jahre Booktube machst, weil deine Videos einfach so eine Bereicherung für die Booktube-Welt sind und ja, ich freue mich, immer ein Video von dir zu gucken und ja, du wolltest von uns einen Top und einen Flop wissen. Wir fangen mal mit dem guten Buch an, das wirklich jeder gelesen haben sollte oder das ich jedem empfehlen kann. Und ja, es ist mal zur Abwechslung kein Thriller geworden, sondern von TJ Klune, Mr. Parnassus, Heim für magisch Begabte. Dieses Buch ging ja in diesem Jahr ab durch die Decke und ich kann es so verstehen, denn es ist für jeden etwas, egal ob ihr Thriller-Fans seid oder Fans von Romanen oder aktuellem Zeitgeschehen oder Magie. Ich finde, dieses Buch ist so, so wichtig und so gut, denn wir leben hier in einer Welt, in der es eben magisch Begabte gibt. Und diese magischen Begabten haben besondere Fähigkeiten und den Normalsterblichen machen diese Menschen vielleicht auch so ein bisschen Angst und deswegen hat man Heime erschaffen, in dem eben diese magisch Begabten wohnen. Ja, und jetzt gibt es einen Mann von der Behörde, der eben dafür zuständig ist, auch mal zu kontrollieren, ob da alles nach Vorschrift läuft und so soll er eben, ja, Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte eben auch mal untersuchen und da läuft alles so ein bisschen anders und was da anders läuft und wie die ganze Geschichte seinen Lauf nimmt, das müsst ihr dann selber lesen. Ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen und das sagt jemand, der ja eigentlich so gut wie überhaupt kein Fantasy liest. Es ist einfach sehr, sehr wichtig und passt absolut zu unserer aktuellen Zeit und ich habe dieses Buch einfach nur geliebt.
Ja, dann ein Flop oder beziehungsweise ein Buch, das ich euch nicht so gut empfehlen kann, das blende ich euch hier ein. Und zwar ist das Die Wahrheit von Melanie Rabe. War mein zweiter Thriller von ihr und ich finde tatsächlich ihre Bücher so ein bisschen überbewertet, überhyped. Jetzt speziell in Die Wahrheit geht es um ein Paar, in dem der Mann spurlos verschwindet eines Tages und nach 7 Jahren wieder auftaucht. Entschuldigt, den Namen weiß ich nicht mehr. Und ja, die Frau freut sich natürlich zunächst, sie ist ja auch Mutter, also die beiden haben auch einen Sohn und freut sich zunächst, dass er eben wieder aufgetaucht ist. Das Kuriose ist bloß, es ist nicht ihr Mann. Also sie erkennt ihn nicht, also sie ist überzeugt, das ist er nicht, das kann er nicht sein und er will aber niemand glauben und er scheint aber auch alles über sie zu wissen und das ist schon ganz schön creepy und ich fand den Plot großartig, ich fand es total spannend zu lesen und ich fand auch den Schreibstil von Melanie Rabe eben so, dass man es halt auch gerne liest und auch gern durchsuchtet. Leider waren aber die Charaktere unglaubwürdig, die Geschichte komisch hinkonstruiert. Das hat teilweise für mich einfach keinen Zopf gehabt, also keinen Hand und Fuß und hat für mich teilweise auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Und ich finde es schade. Ich habe zwar noch 2 Bücher von ihr hier, die ich auch noch lesen werde, ich habe aber so das Gefühl, dass es mir da genauso geht wie mit Die Wahrheit, dass es einfach eine Autorin ist, die schon großartig schreiben kann vom Stil her, aber wenn es darum geht, der Geschichte Leben und Tiefe und Spannung einzuhauchen, da fehlt es einfach noch. Tut mir leid. Jetzt bin ich natürlich ganz gespannt auf die weiteren Tops und Flops in diesem Video. Tschüss! Auch ich möchte euch natürlich ein Top-Buch vorstellen und zwar ist es Vergiss nie, ich weiß, wer du wirklich bist von G.S. Monroe. Und zwar geht es hier um eine junge Frau, die in einem ja doch recht verschlafenen britischen Dorf ankommt eines Tages und sie weiß nicht, wer sie ist, sie weiß nicht, wo sie herkommt, also sie kennt nicht mal ihren Namen. Sie hat eigentlich auch überhaupt kein Gepäck dabei, außer eine Handtasche. Und sie geht dann zu einem Haus, wo sie der Meinung ist, sie wohnt dort. Und sie trifft dann auf ein junges Paar, und zwar auf Toni und Laura, die eben in Wirklichkeit dort wohnen in diesem Haus und sie eigentlich, oder zumindest behaupten sie das, noch nie gesehen haben. Und ja, irgendwann kommt dann natürlich nach und nach die Wahrheit ans Licht. Und was dann da wirklich rauskommt, bringt irgendwie das Leben von allen dreien komplett durcheinander und irgendwie auch das ganze Dorf. Und ich fand es einfach unfassbar spannend. Also es ist wirklich so ein schönes Buch, auch zum Miträtseln, weil man selber überhaupt nicht weiß, was da überhaupt los ist. Wer sagt die Wahrheit oder was von dem, was da eben gesagt wird, ja, ist vielleicht ja wirklich irgendwie näher an der Wahrheit dran als was anderes. Also ich fand es super zum Miträtseln. Und vor allen Dingen mochte ich diese Kleinstadt-Atmosphäre auch total. Vor allen Dingen, weil dieses ganze Dorf sich irgendwie in dieses Konstrukt da einbaut, also in diese Sache von die Frau kommt da an, weiß nicht, wer sie ist und trifft eben auf dieses Paar und jeder im Dorf fängt dann an, irgendwelche Theorien aufzustellen, irgendwelche Vermutungen zu haben und ich konnte das so gut mitfühlen und ich war da so total drin, also es hat mich total begeistert und vor allen Dingen, was dann am Ende wirklich rauskommt, fand ich so gut, also weil dann einfach so viel mehr dahinter steckt, hinter so einer kleinen Ausgangssituation im Endeffekt und ich mochte es total und kann es euch sehr, sehr empfehlen. Und natürlich habe ich auch einen Flop für euch und ich habe mir das Buch ausgesucht, weil ich das Gefühl habe, für viele war es schon ein Highlight und für mich eben eher ein Flop und zwar ist das Blake von Jack Heath. Es geht hier nämlich um Timothy Blake, der ist ja irgendwie ein sehr, sehr guter Profiler und arbeitet inoffiziell mit dem FBI zusammen und er wird nicht mit Geld entlohnt, sondern er hat ein bestimmtes Laster und bekommt dafür sozusagen seine Vergütung. Ich möchte nicht genau auf das Laster drauf eingehen. Vielleicht könnt ihr es euch erahnen, vielleicht habt ihr es schon irgendwie gehört. Ich wusste es tatsächlich vor dem Buch nicht und das war tatsächlich das, was es noch so ein bisschen gut gemacht hat im Endeffekt. Er arbeitet dann hier in diesem Buch an einem Fall von einer Entführung, ja, wo einiges so ein bisschen schief läuft und wo dann auch so ein bisschen das Geheimnis von Blake droht aufzufliegen. Und ich fand den Start wirklich super. Also ich fand es super spannend und natürlich ist es extrem interessant, was hat Blake für ein Geheimnis, was ist sein Laster, was ist er für ein Typ. Und das fand ich wirklich gut. Den Fall an sich fand ich super langweilig, also den hätte ich jetzt auch nicht gebraucht.
Und man muss aber halt klar sagen, das, was sein Laster ist, ist schon krass. Aber es wird halt dann so oft thematisiert und irgendwann denke ich mir so, ja, ich hab's verstanden, was dein Laster ist, du musst mir das nicht jedes Mal wieder erklären. Also das fand ich dann so oft wiederholt, dass es halt schon fast nervig war. Und ja, die ganze Story war einfach langweilig. Also für mich war der Protagonist schon der die Story getragen hat und den fand ich schon interessant. Aber es ist jetzt halt nicht so, dass ich mich übermäßig viel mit ihm beschäftigen möchte. Es gibt noch einen zweiten Teil der Reihe. Ich werde ihn ja mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht lesen, einfach weil ich den ersten schon super langweilig fand und ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass da noch so viel mehr passiert. Aber ja, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen von euch, der trotzdem herausfinden möchte, was es für ein Laster ist und vielleicht ja dann doch Gefallen an dem Buch findet. Hi Juli und hi alle Zuschauer von Juli. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem neuen Meilenstein. Du hast gefragt, welche Bücher wir anderen Booktuber empfehlen können und welche nicht. Und da dachte ich mir, ich lass mich nicht lumpen und mach auf jeden Fall mit. Ein Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, was jeder, der Interesse an Fantasy-Geschichten hat, lesen sollte, ist Die Stadt ohne Wind, Arkas Reise von, und hier muss ich schmummeln, weil ich mir den Namen einfach nicht merken kann, Eleonore de Villepoix. Hier geht es um ein 13-jähriges Mädchen namens Arka, die in die Stadt Hyperborea kommt und dort möchte sie eigentlich ihren Vater finden. Sie weiß aber nicht, wie ihr Vater aussieht, sie weiß eigentlich gar nichts über ihn und um ihn zu finden, muss sie sich erstmal in dieser magischen Stadt zurechtfinden. Dort gibt es ganz eigene Regeln, es ist sehr magisch, es ist sehr anders als das, was sie bisher kennt und so muss sie sich ziemlich abenteuerlich durchkämpfen. Sie gerät dann an die Seite eines Magiers namens Lastianax. Sie haben dort alle sehr außergewöhnliche Namen, deswegen muss ich immer ein bisschen schmummeln. Es fängt schon bei der Autorin an und hört dann bei den Charakteren auf. Und es ist wirklich eine Geschichte, die mal eine ganz eigene Stimmung hat, eine ganz eigene Geschichte hat. Ich habe noch nichts Vergleichbares gelesen und es ist auf jeden Fall was wirklich einfach abenteuerlich ist. Und mal anders. Deswegen kann ich das wirklich jedem empfehlen und viel mehr will ich auch eigentlich gar nicht verraten, außer dass Hyperborea eine Stadt ist, die in verschiedene Ebenen geteilt ist. Je höher deine Ebene ist, desto höher bist du quasi in der Gesellschaft angesehen, desto wohlhabender bist du und je niedriger du eben bist, also Ebene 1, 2 und 3 zum Beispiel, desto weniger angesehen bist du in der Gesellschaft. Und Arka startet, wenn man so will, in Ebene 1. Denn sie hat nichts, sie kommt dort an, einfach nur mit den Klamotten, die sie am Leib trägt und ja, muss dann eben sich ein bisschen hochkämpfen. Sehr, 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 sehr spannend gewesen, sehr cool und auch sehr kurzweilig. Und dann, liebe Juli, hast du ja noch gefragt, welches Buch man eher nicht empfehlen kann. Und ich habe tatsächlich ein Buch, was übelst gehypt wird und wurde, was ich beim Lesen, ja, leider nicht so gerne mochte. Und das ist dieses hier, die Illuminae-Akten. Das ist eine Geschichte, die im Weltraum spielt und spätestens da hätten bei mir eigentlich die Alarmglocken sowas von laut schrillen müssen, denn ich mag so Weltraumgeschichten nicht. Das muss jetzt vorher gesagt werden, damit das hier auch alles fair abgeht, weil ich glaube, dass für alle, die gerne Geschichten lesen, die so Science-Fiction-mäßig, weltraummäßig sind, ich glaube, für die ist dieses Buch wirklich toll. Es geht um einen Krieg in diesem Weltraum. Es geht um zwei Menschen, die ineinander verliebt sind und die voneinander getrennt sind. Und dieses Buch ist echt ziemlich cool aufgemacht. Das muss man jetzt fairerweise sagen. Es gibt so dunkle Seiten, es gibt Dokumente, es gibt, Moment, Chatverläufe, die so aussehen. Und die Aufmachung dieses Buchs ist wirklich ganz, ganz besonders. Ja? Von daher denke ich, dass es wirklich vielen gefallen könnte. Mir war das aber zum Teil zu technisch. Ich mag auch dieses Kriegsmäßige im Weltraum einfach nicht so gerne und deswegen, ja, mochte ich es einfach nicht so gern. Deswegen würde ich sagen, Vorsicht, wenn man sich an dieses Buch ranwagt, dann sollte man das nur tun, wenn das Herz wirklich für Weltraumgeschichten schlägt. Und jetzt bin ich gespannt, was noch so für Bücher vorgestellt werden. Hallo liebe Juli und hallo liebe Zuschauer von Juli. Mein Name ist Lina von Lina Laune Bücher und ich möchte dir, liebe Juli, ganz herzlich gratulieren zu den 1000 Abonnenten. Und ich freue mich auch sehr auf die nächsten 1000 und auch viele, viele, viele neue Videos von dir. Ich freue mich immer wieder, die Videos von dir zu gucken und dir zu lauschen, welche Bücher du gelesen hast und was du uns empfehlen kannst und vielleicht auch ein bisschen warnen. Und darum soll es heute ja auch gehen. Ich habe heute ein Buch dabei, was ich euch unbedingt empfehlen möchte und ein Buch, das man lieber sein lassen sollte. Aber fangen wir erstmal mit dem Buch an, was ich euch unbedingt empfehlen möchte. Und zwar ist das Die sieben Tode von Evelyn Hardcastle, ein Kriminalroman von Stuart Turton aus dem Englischen von Dorothee Merkel. Und zwar geht es hier um
Evelyn Hardcastle und sie wird 7-mal in Folge sterben, denn wir haben hier einen Protagonisten, der diesen Tag 7-mal erleben wird und innerhalb von diesen 7 Tagen eben klären muss, wie Evelyn Hardcastle stirbt. Es ist ein Mix aus Agatha Christie und Täglich grüßt das Murmeltier und es hat für mich super funktioniert. Es hat solch einen Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Ich habe das hier als Hardcover, es gibt es aber mittlerweile auch im Taschenbuchformat und das müsst ihr euch unbedingt angucken, wenn euch Agatha Christie eben gefällt oder wenn ihr einfach mal Bock habt, einen Kriminalroman zu lesen, der ein bisschen anders aufgebaut ist, weil es nicht typisch ist, wie man, also ich habe noch nie einen solchen Roman gelesen einfach und deshalb kann ich ihn euch nur einfach ans Herz legen. Und damit ihr noch ein paar mehr Einblicke habt, worum es eigentlich geht, an diesem Abend geht es um einen Maskenball und Evelyn ist eben auch da, weil sie ja zur Familie gehört. Und wird diesen Maskenball aber nicht mehr lebend verlassen und das eben diese 7 Tage lang. Und unser Protagonist ist eben mit auf dieser Party und es ist wirklich richtig, richtig cool. Also schaut euch dieses Buch unbedingt an, ich kann es euch nur ans Herz legen. Als zweites möchte ich auf ein Buch zu sprechen kommen, vor dem ich euch warnen möchte, denn meines Erachtens nach hat dieses Buch alles, was ein Buch nicht haben sollte. Ich weiß, die Meinungen gehen da auseinander und viele, viele lieben auch dieses Buch, sei es gegönnt, aber für mich war es halt einfach absolut nichts. Und zwar die App von Arno Strobel. Und zwar geht es hier um Hendrik und Linda und die beiden sind ein Liebespaar und haben sich den Traum eines Hauses erfüllt und zwar ein Smart Home, das sie komplett über Apps steuern können und sie sind wirklich sehr glücklich und sehr happy und eigentlich es sollte alles super sein. Aber dann verschwindet plötzlich Linda ohne einen Hinweis, ohne irgendwas und Hendrik weiß gar nicht, was los ist und ruft die Polizei. Die Polizei glaubt ihm aber nicht so wirklich, weil mein Gott, wenn die Frau weggefahren ist, vielleicht will sie doch einfach nichts mehr von dir wissen. Und es ist aber alles doch ein bisschen komisch und deshalb geht Hendrik dem Ganzen dann eben weiter nach. Und das Problem, was ich mit dem Buch hatte, ist zum einen Hendrik, denn nach diesem rasanten Einstieg, den wir hier eben haben und er wirklich auf Biegen und Brechen weiß, es ist alles gut und die wäre nicht weggegangen, fängt er eben an nachzuforschen und spricht eben mit verschiedenen Personen, auch Polizisten und er wird auch von anderen angesprochen und weil ich nicht spoilern möchte, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber das Problem ist einfach, dass Hendrik jedem alles erzählt und gleichzeitig aber jedem misstraut. Und so weiß eigentlich jeder, was Phase ist. Also egal, wer von diesen ganzen Personen, mit denen er redet, jetzt der Böse ist, er hätte kein Problem, weil er weiß alles von ihm. Und das hat mich wirklich tierisch aufgeregt. Und zum Zweiten ist es auch noch so, dass diese vermeintliche App eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielt, wie ich mir erhofft hatte. Also ich habe aufgrund des Klappentexts und eben auf den Namen vom Buch auf was ganz anderes geschlossen, was vielleicht auch ein bisschen mein Problem ist. Aber es ist halt nun mal immer eine ganz subjektive Meinung, die wir eben alle zu Büchern eben haben. Aber für mich war die App einfach eine absolute Enttäuschung und deswegen kann ich euch da nur vor, in Anführungsstrichen, warnen. Aber wie gesagt, wenn euch das Buch gefallen hat, könnt ihr das ja der Juli gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber für mich war es wirklich, weiß Gott nicht. Da könnt ihr, wie gesagt, lieber zu dem Schätzchen hier greifen. Da hat man seine Freude dran. Meiner Meinung nach. Das kann natürlich auch für jeden was anderes sein, so wie ihr das ja auch schon wisst. Und somit war es das zu meinen 2 Büchern, über die ich euch heute etwas erzählt habe. Und dann gucken wir mal weiter, was die anderen noch für euch parat haben. Juli, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ciao. Hallo, ich bin Lisa vom Kanal Ruby Red Books. Und mein persönlicher Top, also mein persönliches Top, Buch dieses Jahr war Zepter aus Licht. Ich habe das gerade verliehen, deswegen blende ich euch das Cover hier ein. Es geht um Atlantis. Die Geschichte von Atlantis kennen ja, glaube ich, alle haben sie schon mal gehört. Das ist ja die versunkene Stadt. Allerdings hat Mara Wolf das Ganze etwas anders umgesetzt. Und was für mich persönlich das absolute Highlight an diesem Buch war, was die Geschichte auch irgendwie ausmacht, ist, dass die Protagonistin schon 24 ist, sie hat ein abgeschlossenes Studium und steht schon mit beiden Beinen sehr im Leben und weiß auch, was sie von ihrem Leben möchte und für wen sie kämpft und warum sie kämpft. Und das, finde ich, gibt der Geschichte einfach einen ganz anderen Aspekt, den ich so im Fantasy-Genre bisher noch nicht gelesen habe. Und auch die Umsetzung dessen, wie Mara Wolf Atlantis schildert, fand ich ganz toll, weil es auch einfach anders ist, wie man es so kennt.
Prinzipiell ist aber zu sagen, dass es eine eher ruhige Geschichte ist. Es gibt schon spannende Momente, aber es ist jetzt nicht so, dass es ständig den großen Krieg gibt, sondern es ist auf eine andere Art und Weise spannend und auch aufregend, was ich sehr, sehr toll fand, einfach zu lesen. Und es wird eine Trilogie, der zweite Band ist auch schon erschienen und der dritte kommt jetzt im Frühjahr und ich freue mich schon total. Den zweiten hebe ich mir nämlich tatsächlich noch ein bisschen auf, weil der einen sehr, sehr fiesen Cliffhanger haben soll. Und mein persönlicher Flop ist All In von Emma Scott. Für alle, die mich nicht kennen, ich lese relativ wenig New Adult, weil mich das einfach nicht so sehr reizt. Es ist einfach nicht so mein Genre. Aber für mich persönlich hat All In den Vogel abgeschossen. Für mich war das, die Protagonistin war zu überdramatisiert. Das Ende war viel zu vorhersehbar. Prinzipiell auch dieses Zusammenspiel der beiden Charaktere hat mir überhaupt nicht gefallen. Für mich einfach ein schlechtes Buch. Also für mich persönlich einfach. Und ja, ein absoluter Flop. An dieser Stelle möchte ich dann noch ganz kurz Danke sagen an Juli, dass ich dabei sein durfte bei dem Video und wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit den Top und Flops der anderen. Hallo liebe Juli, hallo liebe Zuschauer von Julis Kanal. Wir wünschen dir alles Liebe zu den 1000 Abonnenten und natürlich noch tausende mehr. Und ja, wir sind die Book Friends, wer uns noch nicht kennt. Und wir haben uns natürlich auch beide ein Buch ausgesucht, weil du ja gefragt hast, welche Bücher man gelesen haben sollte. Genau. Und zum einen zeige ich euch da von Yagiyasi Heimkehren. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, in der es um Sklaverei geht. Wir begleiten hier Ephia und Esi, zwei Schwestern, die sich so erstmal nicht begegnen und unterschiedliche Wege gehen. Die eine ist Tochter, wird die Frau eines Sklavenhändlers und die andere wird als Sklave nach Amerika verschifft. Und da geht es um mehrere Generationen auf beiden Strängen und es ist eine sehr bewegende, ergreifende Geschichte, die einen lange nicht loslässt und deswegen eine dicke Empfehlung von uns. Ich habe mir Die Wand ausgesucht von Marlene Haushofer. Die habe ich gerade erst vor kurzem gelesen, mit der Anja auch zusammen. Und das war so eine spontane Idee von mir und ich finde halt, dass dieses Buch für jeden etwas Besonderes hat. Es geht hier um eine Protagonistin, die sich bei einem Wochenendausflug plötzlich alleine auf der Welt wiederfindet, weil auf einmal eine Wand da ist, die sie nicht wirklich erforschen kann und alles Leben dahinter ist vergangen. Ja, und die muss sich dann erstmal in dieser Welt wieder zurechtfinden und es ist halt ein sehr ruhiges Buch, ein sehr minutiös erzähltes Buch, aber es hat einen ganz starken Sog und es ist ganz atmosphärisch und ich glaube, für jeden Leser in der jeweiligen Lebenssituationen hat dieses Buch eine ganz andere Aussagekraft. Mhm. Also da kann man ganz viel reininterpretieren und ganz viel drüber diskutieren. Deswegen finde ich, dass jeder Die Wand einmal gelesen haben sollte. Und dann, liebe Juli, wolltest du noch wissen, welches Buch wir nicht empfehlen können oder was man halt nicht gelesen haben sollte. Da habe ich mir von Christine Henner Das Mädchen mit dem Schmetterling ausgesucht. Hier geht es um eine Kinderpsychologin, nämlich um Julia Cates, die zurück in ihre Heimatstadt geht und dort taucht auf einmal ein Mädchen auf, was nicht spricht und schwer traumatisiert anscheinend ist. Und sie kümmert sich um dieses Kind und ich fand es einfach unglaublich schlecht erzählt und sehr, so aus psychologischer Sicht nicht so empfehlenswert. Also ich bin natürlich auch nur Laie und Mutter, aber ich fand halt, wie mit dem Kind in dem Buch teilweise umgegangen wurde, dass das nicht der Wahrheit entsprechen kann. Zudem war das Kind halt dafür, dass es traumatisiert war, auch recht komisch dargestellt. Also es war viel unnatürlicher, als man es jetzt sich sonst vorstellen würde. Und die Geschichte war von vorne bis hinten nicht wirklich gut. Deswegen würde ich sagen, das braucht man nicht gelesen haben. Das Buch, was ich jetzt sage, das muss die Maike einmal einblenden. Und das ist, lustigerweise haben wir das zusammen gelesen, liebe Juli. Das war unsere erste Leserunde. Und zwar von John Maas, Ich kenne deine Lügen. Oh mein Gott, das ist wirklich kein Thriller. Da geht es nämlich um Catherine, denn Catherine wacht eines Morgens auf und ihr Mann Simon ist weg. Und sie weiß nicht, warum hat er plötzlich das Haus verlassen, wieso kommt er nicht wieder? Es muss ihm irgendwas passiert sein. Aber Simon ist wirklich aus freien Stücken gegangen und er hatte seine Gründe, denn er kennt die ganze Wahrheit.
Es war so unlogisch und es war so völlig over the top, wie er reagiert hat. Und ich habe es wirklich null verstanden. Und das ganze Zeit, was mitschwingt, ist dieser Spruch, Kommunikation ist alles. Deshalb kann ich es wirklich nicht empfehlen. Er heißt ein toller Schriftsteller, aber das war leider gar nichts. So, jetzt sind wir gespannt, was die anderen noch alle empfehlen können oder halt nicht empfehlen können. Und wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß. Genau, und viel Spaß beim Gewinnen, wenn ihr gewinnt. Genau, bis dann. Tschüss. Hallo liebe Juli, hallo liebe Zuschauer von Juli. Mein Name ist Paula von The Reading Fox. Und bevor ich starte mit dem Buch, das man meiner Meinung nach unbedingt gelesen haben sollte, möchte ich dir, liebe Juli, meinen herzlichsten Glückwunsch zu den 1000 Abonnenten aussprechen. Mach weiter so. Du bist meine Anlaufstelle Nummer 1 für Thriller und ich schaue mir auch sehr gerne deine Videos an. Und ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf bei den Vorschlägen zu den Büchern, die man gelesen haben sollte oder eventuell auch nicht. Und mein Vorschlag für euch ist Enzo oder Die Kunst, ein Mensch zu sein von Garth Stein. Hierbei erzählt uns nämlich Enzo, der Labrador. Enzo erzählt uns von seinem Leben als kleiner Welpe, wie er bei Danny, seinem Herrchen, einzieht. Der ist Rennfahrer, wir ihn auf Rennen begleiten, darf er ihn ja nicht, aber er guckt sich seine Rennen an und er lernt auch Dennis Frau dann kennen und er erlebt mit, wie der ein Baby bekommt, eine kleine Tochter. Und wir durchleben die Jahre mit Enzo, wir durchleben Freud, wir durchleben Leid und wir bekommen natürlich auch mit, wie Enzo immer älter und älter und älter wird. Und dieses Buch ist eine Empfehlung von mir, weil es das einzige Buch bisher ist, das mich wirklich zum Schluss zum Weinen gebracht hat. Kein anderes Buch hat es jemals davor geschafft, danach geschafft. Und dieses Buch wurde auch verfilmt. Ich habe den Film noch nicht gesehen, werde ich auch nicht. Ich möchte das Buch so in Erinnerung behalten, wie ich es gelesen habe und in guter Erinnerung. Und wenn ihr Hunde mögt und generell, wenn ihr Tiere mögt und eben Geschichten aus der Sicht eines Hundes, dann müsst ihr unbedingt Enzo oder Die Kunst, ein Mensch zu sein von Garth Stein, das ist ganz schön schwer, lesen. Hallo Juli, herzlichen Glückwunsch zu 1000 Abonnenten. Ich habe jetzt für dich und deine Zuschauer erst eine Empfehlung und dann eine Entfehlung. Fangen wir mal mit der Empfehlung an. Das ist immer netter, weil man dann auf einer positiven Note endet. Also meine Empfehlung ist Das Mädchen mit dem Schmetterling von Kristin Hanna. Das ist ja eine Autorin, die in der breiten Masse geliebt wird, vor allen Dingen durch die Nachtigall. Aber ich habe mit ihren Büchern insgesamt immer irgendwelche Schwierigkeiten, jetzt außer bei der Nachtigall. Und Das Mädchen mit dem Schmetterling ist mein Negativfavorit von ihr. Hier geht es um die Kinderpsychologin Julia, deren Karriere in Trümmern vor ihr liegt. Und sie geht dann in ihren Heimatort zurück. Dort taucht ein traumatisiertes Kind auf und Julia kümmert sich darum, will natürlich herausfinden, wer hat diesem Kind das angetan und wer ist das Mädchen überhaupt. Und es waren so viele wunderbare Themen am Anfang angelegt. Julias Beziehung mit ihrer Schwester, die am Anfang so ein bisschen angespannt ist. Julias Trauer darüber, dass ihre Karriere so scheinbar gescheitert scheint. Und das Mädchen und so weiter. Und der Klappentext, das habe ich jetzt übrigens nicht ergänzt, verrät noch eine weitere Komponente der Geschichte, die aber erst im letzten Drittel, wenn nicht sogar erst im letzten Viertel zum Tragen kommt und dadurch eigentlich ein riesiger Spoiler ist. Und alle Themen, die am Anfang aufgegriffen wurden oder angelegt waren, die ich jetzt erwähnt habe, sind oberflächlich geblieben oder hatten dann doch gar keine Bewandtnis. Und ich habe mich da beim Lesen so drüber geärgert. Und ehrlich gesagt, auch Julias Umgang mit diesem Mädchen war alles andere als professionell und einfühlsam. Also ich habe Das Mädchen mit dem Schmetterling wirklich nur sehr ungerne fertig gelesen und ich kann es nicht wirklich empfehlen. Deswegen als Empfehlung hier in deinem Video. Und jetzt mit positivem Ende wollte ich euch ein bisschen vielleicht einen Geheimtipp geben. Und zwar ist Making Faces als Neuerscheinung im letzten Sommer unter diesem Titel erschienen. Das Buch ist aber schon mal unter einem anderen Titel vorher
erschienen. Und zwar Vor uns das Leben von Amy Harmon. Das Buch erzählt die Freundschaft eines ungewöhnlichen Trios. Protagonistin ist Fern, die gemeinsam mit Ambrose und Bailey zur Highschool geht und aus der Ferne den Ambrose immer schon auch so ein bisschen angehimmelt hat, aber auch wusste, der sieht mich nicht, dass wir sind in ganz anderen Kreisen und so weiter. Und Ambrose ist so der Star der Highschool und geht dann mit seinem Freundeskreis tatsächlich ins Militär. Und er ist der Einzige aus seiner Gruppe, der lebend zurückkommt. Entstellt, traumatisiert, zieht sich völlig zurück. Und Fern und ihr bester Freund Bailey, der im Rollstuhl sitzt, nehmen sich dann seiner an. Das Buch ist ruhig erzählt, beinhaltet eine wunderschöne Freundschaft. Unterm Strich ist die Message hoffnungsvoll, aber es ist hochemotional. Also sowohl was die Freundschaften angeht, als auch was die verschiedenen Traumata angeht und wie es zu einem Höhepunkt kommt, ist so richtig herzzerreißend, aber auch schön. Also wirklich eine absolute Empfehlung. Egal, ob ihr nun die ehemalige Variante Vor uns das Leben oder die Neuerscheinung Making Faces lest, die Geschichte ist die gleiche und ein bisschen mein Geheimtipp für euch. Ich hoffe, das hilft und ich bin gespannt, ob ihr zu diesem Buch greift. Zu Das Mädchen mit dem Schmetterling solltet ihr vielleicht besser nicht greifen. Herzlichen Glückwunsch von mir, liebe Juli, zu deinen absolut verdienten 1000 Abonnenten. Und ich bin mir ganz sicher, dass der Kanal jetzt schnell wachsen wird, absolut verdient. Denn du bist nicht nur vor der Kamera ein Mehrwert für die Community. Ich muss hier auch wirklich mal Danke sagen, weil ich darf dich immer fragen, egal um was es geht, meistens um Techniksachen. Und du bist da einfach mit Rat und Tat immer an der Stelle. Du organisierst wahnsinnig viel für uns alle und deshalb nochmal Danke dafür. Ich musste ein bisschen überlegen, welches Buch ich euch jetzt zeigen möchte, denn natürlich hat man viele Herzensbücher, die man am liebsten die ganze Zeit Leuten weiterempfehlen möchte. Aber ich schaue Julis Kanal auch so gerne, weil ich dort immer gute Thriller finde, spannende Romane und deshalb habe ich mich für folgendes Buch jetzt entschieden. Ja, Psychose, ein Wayward Pines Thriller, vielleicht kennt ihr die passende Serie schon. Ich bin sehr froh, dass ich sie damals nicht kannte und die Geschichte wirklich lesend entdecken durfte. Es geht hier um einen FBI-Agenten namens Ethan Burke und der wird eines Tages nach Wayward Pines geschickt. Eine Stadt mitten im Nirgendwo und dort sind schon zwei weitere FBI-Agenten verschollen gegangen. Man weiß nicht, was mit denen passiert ist und Ethan Burke hat dort in Wayward Pines einen Autounfall, wacht auf und nichts ist mehr wie zuvor. Er hat keine Papiere, er kann sich nicht ausweisen. Er ist dann in dieser Stadt, wo alle irgendwie mysteriös sind und man bekommt so das Gefühl als Leser ganz schnell, da stimmt was nicht. Und das war wirklich spannend, das war richtig spannend. Ich saß zumindest da, hab's gelesen und dachte, wie kann das sein? Wie erklärt sich das? Es passieren wirklich sehr ominöse und mysteriöse Dinge und Ethan Burke schlängelt sich so da durch und versucht einfach seine Frau zu erreichen, irgendjemanden von der FBI-Station und ich kann euch sagen, ohne zu viel zu spoilern, das geht schief. Und deshalb war für mich Psychose so ein Highlight. Es war wirklich spannend. Ich bin bis zum Schluss nicht auf das Ende gekommen. Man muss das Ende mögen. Da kann ich natürlich jetzt auch nicht so viel von erzählen. Aber wenn ihr gerne Bücher lest, in denen ihr miträtseln könnt, in dem es wirklich um ja, Geheimnisse geht, die es zu lösen gilt, und wenn ihr so eine dichte Spannung gerne mögt beim Lesen, dann kann ich euch Psychose nur empfehlen. Es ist der erste Band einer Trilogie. Die Folgeteile habe ich auch gerne gelesen, die sind auch immer noch bei mir im Regal, aber kommen nicht an den Hype vom ersten Buch heran. Ja, das war wirklich ein 5-Sterne-Buch und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich, dass ihr hier auf meinem Kanal seid, dass ihr Abonnent seid und natürlich geht ein riesiges Dankeschön an alle meine BookTube-Kolleginnen und Kollegen, die mich hier bei diesem Video unterstützt haben und die mir hier ja ein paar Highlights und Flops vorgestellt haben. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und vor allen Dingen Glück bei meinem Gewinnspiel. Es gibt zwei Gewinner für jeweils ein Buch und ja, ich bin sehr gespannt, wer am Ende gewinnt und ich wünsche euch, wie gesagt, ganz, ganz viel Glück und hoffe, dass ihr bei meinem nächsten Video dann auch wieder mit dabei seid. Ciao!